Matthias Reim ist im Frühjahr 2022 noch einmal Vater geworden. Sein Sohn Julian liebt die kleine Halbschwester abgöttisch. Julian Reim, 25, startet durch. Der Sohn von Matthias Reim, 64, veröffentlicht am Freitag, 6. Mai, sein Debütalbum In meinem Kopf. Darauf singt er unter anderem von einer generalisierten Angststörung, unter der er zeitweise gelitten hat. Ihm ist es wichtig, offen mit diesem Thema umzugehen, wie er im Interview mit Spot on News erklärt: Wenn wir ein Umfeld schaffen, in dem sich Menschen trauen, offen darüber zu sprechen, können wir schon einen Großteil des Leids lindern, sagt der 25-jährige Sänger. Außerdem spricht er über seine Freundin Sarah und seine kleine Halbschwester Zoe, die erst im Frühjahr geboren ist. Matthias Reim und seine Ehefrau Kristin Stark, 32, sind Eltern einer Tochter geworden. Sie haben sehr viel Arbeit in ihr Debütalbum gesteckt und alle 15 Songs selbst geschrieben. Wie stolz sind sie auf das Endergebnis? Julian Reim: Es ist schwierig in Worte zu fassen. Mein ganzes Leben habe ich der Musik gewidmet und davon geträumt, selbst ein Album zu schreiben. Dass ich mir diesen Lebenstraum erfüllen durfte, erfüllt mich mit Demut und Dankbarkeit, vor allem für meine Fans. Was hat es mit dem Titel In meinem Kopf auf sich? Reim: Mit diesen 15 Songs wollte ich eine Geschichte erzählen, meine Geschichte. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch und verbinde Emotionen und Gedanken immer automatisch mit Musik. Mein Kopf fühlt sich oft an wie ein Radio, das ich nicht ausschalten kann. Ich wollte mit dem Album den Menschen einen Einblick in meinen Kopf verschaffen. Auf ihrem Debütalbum gehen sie offen damit um, dass sie zeitweise unter einer Angststörung gelitten haben. Was können sie anderen Betroffenen raten? Reim: Das Wissen über meine gar generalisierte Angststörung, Anmerkung D. Rett, ist wichtig, um einige Songs auf dem Album zu verstehen. Als Betroffener wird man nicht gleich zum Experten, da jeder Verlauf und jeder Mensch unterschiedlich ist. Falsche Tipps können da, und ich spreche aus Erfahrung, mehr Schaden anrichten als helfen. Ich empfehle nur aus tiefstem Herzen.